Ich hatte immer den Traum, irgendwie auf dem Land zu leben. Und ich hatte halt diese klassische, romantische Idee eines Städters, irgendwie aufs Land rauszuziehen und das eigene Gemüse anzubauen. Das Leben auf dem Dorf. Wie ist es tatsächlich? Auf dem Land sind viele Sachen nicht einfach. Da gibt es Sachen, die vielleicht an Albtraum erinnern können. Immer mehr Menschen zieht es aufs Dorf. Auch Künstlerinnen und Künstler. Was suchen sie hier? Was ist hier anders? Also es ist auf jeden Fall so, dass auf dem Dorf man einfach alle möglichen unterschiedlichen Menschen trifft. Genau, man kann sich halt nicht in irgendeine Bubble reinflüchten. Zwischen Sehnsuchtsort und Wirklichkeit. Was motiviert junge Leute, auf dem Land zu bleiben? Ich habe gemerkt, dass es Sinn macht. Ich habe gemerkt, dass es Sinn macht, für mich da zu sein. Dass es jemand wie mich hier braucht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich in Berlin braucht. Landleben. Traum oder Albtraum? Im Norden Sloweniens, nahe der österreichischen Grenze. Hier wartet an diesem Morgen eine ganz besondere Überraschung. Ja, hallo. Ja, gut gemacht, Berti. Guck mal, wie schön sie ist. Hier ist gerade erst geboren. Wir haben also vor so 10 Minuten bemerkt, die Berta gibt's, also war hier irgendwie ein bisschen anders als sonst. Und ja, wir haben überhaupt nicht gewusst, dass sie ein Kind erwartet. Natascha Kramberger, Schriftstellerin, Journalistin und Bäuerin. Nach Jahrzehnten in der Großstadt hat sie sich mit Anfang 30 fürs Landleben entschieden. Ich habe mich hier irgendwie auch gefunden. Okay, dann bin ich jetzt hier als Bäuerin, aber trotzdem immer noch auch als Erzählerin, denn das ist schon wichtig, dass wir diese Geschichten erzählen, weil hier passieren wirklich so viele schöne Dinge, die wir in so einer Stadt nicht mehr sehen oder an welchen wir uns nicht mehr erinnern. Vor 9 Jahren ist sie in ihr Heimatdorf Jurowski-Doll zurückgekehrt, um den Hof ihrer Mutter aufzubauen, der kaum bewirtschaftet war. Ich habe es eigentlich ganz intuitiv übernommen, also ohne sehr viel nachzudenken. Und es war auch gut so. Ich wusste auch nicht, was das bedeutet. Früher, also ganz am Anfang, so erstens, zweites Jahr, war ich oft so, warum? Warum habe ich das gemacht? Nach dem Studium war sie in Berlin heimisch geworden. Ihre Wohnung dort hat sie behalten. Das Landleben, dachte sie lange, sei nichts für sie. Also mit 17 Jahren bin ich weggegangen und ich war mir sicher, ich komme nie wieder zurück. Ne? Auch heute noch, wenn ich zurück nach Berlin fahre, bin ich in erster Sekunde, wenn ich da ankomme, bin ich Städterin. Und ich genieße alles, was so eine Stadt wie Berlin zu geben hat, so Lebendigkeit von Stadt, die ganz, ganz anders ist als Lebendigkeit aufs Land. Doch das Landleben steckt mehr in ihr, als ihr zunächst klar war. Schon als Kind fühlt sie sich auf dem Hof der Großeltern am wohlsten. Während ihre Mutter als Lehrerin arbeitet, verbringt sie den Tag dort. Als ich Kindergarten, Haus gesehen hatte, wurde ich krank. Und einmal, zweimal, dreimal so. Und dann am Ende hat meine Mutter, also haben meine Eltern gesagt, okay, dann gehst du nicht in den Kindergarten, dann bleibst du bei Oma und Opa. Und so ist es geworden. Und so war ich eigentlich, bis ich 6 Jahre alt war, immer bei meinen Großeltern. Und da war ich immer draußen. In Kontakt mit Erde, andere Wesen, Tiere. Heute bewirtschaftet Natascha Kramberger 4 Hektar Land. Weinberg, Felder, Wald. Mit ihrem Partner und im Einklang mit der Natur. Und schreibt über die Herausforderungen. Die ersten Jahre sind einfach schwierig. Und das sollten wir viel öfter auch ganz klar sagen. Dieses
Übergang zum ökologischen Landwirtschaft ist nicht einfach. Es dauert und es braucht Zeit und sehr viel Geduld. Auch ihr gingen zunächst die Obstbäume ein. Dazu vergilbte Gerste, erfrorene Reben, Muskelkater. Davon erzählt sie in ihren poetisch-komischen Büchern. Und wie die Nachbarn sie kritisch beäugen. Jeden Tag ermahnte mich jemand, über die kleine Straße am Bauernhof vorbei, langsam, fast im Rückwärtsgang, halt am Feld oder am Obstgarten oder am Stall, Fenster runter auf der Beifahrerseite und dann hinter dem Lenkrad hervor. Fleißig, fleißig, bist du ein bisschen im Urlaub? Ihr begegnet die Skepsis der alteingesessenen Bauern. Die Lebensmodelle sind hier klar vorgezeichnet. Da gibt es ein Haus und eine Familie und, ne, und so ist das Leben. Ne? Und du gehst irgendwo hin, irgendwas zu arbeiten und das ist es. Sich für sich selbst entscheiden, ohne dass die Nachbarn irgendwas dazu sagen müssen. Diese anderen Möglichkeiten, dass man einfach auch frei leben kann. Was bedeutet dann frei? Dass man vielleicht mit 40 Jahren doch keine Kinder haben muss. Dazu fehlende Infrastruktur. Kein Bus, keine Bahn, keine Bibliothek. Es ist kein Traum, das bin ich mir sicher. Für alles musst du irgendwo hin. Und das ist immer kompliziert. Umso wichtiger die Beziehungen zu den Nachbarn, trotz aller Unterschiede. Es war früher vielleicht viel einfacher, also einfacher, es war normaler, dass man sich so in ein Dorf vernetzt. Heute ist es nicht mehr so. Mit Individualismus gibt es auch hier. Ne? Und deswegen muss man sich so mit bewusst für so eine Gesellschaft engagieren. Aber das muss man auch wollen. Wir können nur miteinander sprechen, wenn wir wirklich beide bereit sind, was von anderen zu lernen. Dann sind wir auf die gleiche Ebene. Auch die Städter müssten besser zuhören lernen. Wenn die Dürre im Wald die Bäume sterben lässt, oder eine Jahrhundertflut die Ernte vernichtet. Als Bäuerin hat sie viel dazugelernt und will dem Land auch als Schriftstellerin etwas geben. Ich weiß, dass ich erzählen kann und das mache ich. Gerade im Klimawandel, da passieren so viele so schreckliche Sachen. Und wenn wir nur an Statistiken gucken, dann ist es schwierig, wirklich schwierig, mutig zu bleiben. Deshalb schreibt sie diese Geschichten über die Natur, vom Dorf, über das, was das Landleben für sie ausmacht. Ich fühle mich hier wie Teil einer größeren Gemeinschaft irgendwie. Und es kommt auch eine neue Sicherheit. Also ich habe einen Platz. In Europa leben Menschen auf dem Dorf zufriedener als in den Städten. Das zeigen Studien. Doch jedes Dorf ist anders. Welche Herausforderung gibt es hier, 1000 Kilometer weiter nördlich, in Vorpommern? Auch wenn es manchmal hier so ruhig ist und auch teilweise ist es ja auch eine Idylle, die hier so herrscht, gibt es halt auch einfach Themen, die mich und uns total beschweren. Fick dein Yoga-Kurs, Vorpommern bleibt Kampfsport. Faschus an der Tanke, doch unsere Gang ist die Antwort. Du bist jetzt laut und hast die Jungs mitgebracht. Doch gestern hab ich dich gesehen, du hast deinen Mund zugemacht. Also hier sind wir früher mit den Skateboards runtergefahren. Würde ich mich heute nicht mehr trauen. Haben uns mit dem Bauch darauf gelegt, haben so Anlauf genommen und sind dann einfach runtergefeuert. Albert Münzberg und Pablo Himmelsbach leben auf dem Dorf. In einer Region, in der junge Menschen scharenweise wegziehen, in Richtung Stadt. Zusammen sind sie das Rap-Duo Hinterland Gang. Nach Ausbildung und Studium entscheiden sich die beiden Rapper ganz bewusst dafür, in ihre ostdeutsche Heimat zurückzukehren. Allen Vorurteilen zum Trotz. Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass es ein sehr klischeebehafteter Blick aus einigen Teilen auf den Osten ist. Das heißt, arbeitslos, rechtsextrem, frustriert, was weiß ich. Die Leute können hier auf die Gegend gucken, aus der wir kommen. Die können auf uns gucken. Und man wird sehen, dass es in der ostdeutschen Provinz viele, richtig viele coole junge Leute gibt, die absolut Bock haben, was aufzuziehen. Genau darum geht es ihnen mit ihren Songs. Den Klischees etwas entgegenzusetzen.
Sie erzählen vom Erwachsenwerden in der ostdeutschen Provinz zwischen Perspektivlosigkeit und Hoffnung. Zusammen erste Schritte, die schweren und die leichten, wollen hier nicht weg, können hier nicht bleiben. Graue Bordsteinplatten, rostiger Maschendraht. Wir sind die Einzigen, die diese Texte schreiben, wo sich ganz viele junge Menschen hier in der Gegend gesehen fühlen. Das sind Songs, die uns eine Identität gegeben haben und ein Verständnis dafür, in was für einer Gegend wir eigentlich aufwachsen und warum diese ganze Tristesse um einen rum auch, warum das auch was Besonderes und irgendwie auch Krasses ist. Aufgewachsen sind die beiden 26-Jährigen auf einem kleinen Dorf in Vorpommern. Haben wir auch ein richtiges Chefbauernbild von deinem Bruder? Ja. Das ist echt so geil, ne? Ich glaube auf jeden Fall, dass das Aufwachsen auf dem Land ganz viel Freiraum geben kann für ganz vielfältiges Erleben so als Kind. Ganz, ganz, ganz viel Fantasie irgendwie in so einen Tag reinzustecken. Also wir sind ganz, ganz viel rumgefahren, haben einfach so Sachen entdeckt, sage ich mal, irgendwelche neuen Orte, irgendwelche neuen Kleinigkeiten auch, haben uns so Geschichten dazu ausgedacht. Und wir haben auch richtig früh schon Musik zusammen gemacht. Ich glaube in der ersten oder zweiten Klasse schon. Ja. Und da haben wir unseren allerersten Song aufgenommen, Tante Erna. Ja. Der ging so, Tante Erna, Tante Erna sitzt auf dem Sofa und säuft. Sie guckt nur in den Fernseher, was da gerade so läuft. Sie beschönigen nichts, erzählen in ihren Liedern auch vom typischen Jugendprovinzdrama auf der Landstraße. Ich hör mich rufen, bitte guck auf die Straße. Knöchel weiß am Lenkrad, bist nicht Herr unserer Lage. Schnee so weiß, im Scheinwerferlicht, bis der rosa Mitsubishi auf die Leitplanke trifft. Später war es dann trotzdem auch so, dass das irgendwann so umgekippt ist, auch bei mir in so ein irgendwas mit der Langeweile tun, was dann halt auch teilweise einfach destruktiv war und wo man sich selbst geschadet hat, wie das dann ja, Drogen und Alkohol auch eine Rolle gespielt haben. Ohne Angst kann ich das Leben spüren. Mit 18 veröffentlichen sie erste Songs auf YouTube. Das Aufwachsen auf dem Dorf als Thema im Hip-Hop, das ist erstmal ungewohnt. Davor war Rap-Musik hören, ich glaube für uns beide, ne? Wir gucken uns das so im Internet an. Großstadt. Großstadt, man sieht das, man hat eigentlich gar keinen Bezug. Man findet das irgendwie cool, aber wir hatten eigentlich gar keinen Bezug dazu. Und dann kam das halt so auf einmal bei uns, dass wir zum ersten Mal verstanden haben, diese Themen, die uns betreffen wirklich hier und die ganz, ganz viele junge Menschen vor allem betreffen, die kann man genauso behandeln. Und sie treffen einen Nerv. Nicht nur bei Fans auf dem Dorf, sondern auch in der Stadt. Hier beim Tourstart in Berlin. Sie wächst auf in einer betonierten Platte der Sowjetunion. Steht für eine Zukunft, in der alle gleich gut wohnen. Ihre Augen sind gerichtet auf den strahlend roten Horizont. Sehen schon den Klassenfahrt. Die Hinterland-Gang rappt über die DDR-Vergangenheit ihrer Eltern und positioniert sich gegen die AfD. Mit rechten Haltungen müssen sie sich auf dem Dorf auseinandersetzen. Trauma aus der Wendezeit erklären ihren Kindern, dass der größte Feind der Westen bleibt. Also es ist auf jeden Fall so, dass auf dem Dorf man einfach alle möglichen unterschiedlichen Menschen trifft. Man kann sich halt nicht in irgendeine Bubble reinflüchten. Das heißt, du bist mit Menschen konfrontiert, die du eigentlich total gerne magst, die aber vielleicht irgendwie rechte Denke haben, die AfD wählen. Das hängt ja auch mit der ganzen Entwicklung hier zusammen. Und die ist einfach so, dass es für viele Leute zumindest ein Gefühl der Abgehängtheit und auch so einer Verlorenheit gibt. Und das konnte ich auch vor allem in meiner Jugend so auch total nachvollziehen. Weil man steht ja dann manchmal da mit so einem Gefühl und weiß eigentlich gar nicht wohin. Und irgendwie Frust, Wut muss irgendwie irgendwo hin. Und bei uns ist das halt die Musik und darüber bin ich so dankbar. Die Hinterland-Gang und die komplizierte Liebe zu ihrer Dorfheimat. Was hält sie dort? Dazu später mehr. Dankeschön! Eine kleine Finca am Rande eines Dorfes in Katalonien. Hier hat sich der Kriegsfotograf Daniel Etter einen Rückzugsort geschaffen. Ich arbeite halt immer noch viel in krisenhaften Regionen. Das ist psychisch und physisch anstrengend. Und dann tut es einfach gut, irgendwie an einen Ort zurückzukommen, wo man das Ganze nicht mehr hat, wo man kaum Menschen ausgesetzt ist vor allem. Und hier komme ich wieder zur Ruhe.
Hier will Daniel Etter Energie tanken. Verarbeiten, was er bei seinen Fotoreportagen erlebt und gesehen hat. Sarah Savary, vierjähriges Flüchtlingsmädchen am Strand von Lesbos. Jemenitische Kämpfer. Azrat Ali, Flüchtling aus Afghanistan. Ich habe angefangen, weil ich Kriegsjournalist werden wollte, weil ich in Kriegen arbeiten wollte, weil ich irgendwie dieses romantische Ideal hatte, dass man irgendwie dorthin geht, fotografiert, das zeigt, darüber kommuniziert und damit positive Veränderungen anstößt. Daniel Etter. Für internationale Medien ist er in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt unterwegs. Im Sommer 2015 reist er für die New York Times nach Kos, macht dieses Bild einer irakischen Flüchtlingsfamilie und erhält dafür den Pulitzerpreis. Im gleichen Jahr kauft er eine verfallene Finca in Katalonien und renoviert sie, verlegt seinen Lebensmittelpunkt von Berlin hierher. Ich bin in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen. Wir haben einen Garten gehabt zum Glück und der hat mich immer fasziniert. Und irgendwie diese Idee von einer gewissen Freiheit, Entfaltungsfreiheit, die man auch noch auf dem Land hat, das fand ich immer, es war immer eine schöne Idee, ein schönes Ideal für mich. In der Stille von Sant'Agnol de Finestris will er seinen Traum vom Landleben in die Tat umsetzen. Beginnt sein eigenes Land zu bewirtschaften. Doch erstmal erlebt er Rückschläge. Setzlinge werden von Wildschweinen ausgegraben, von Rehen gefressen. Eine Lektion in Demut. Wir haben verlernt, wie sehr wir den Kräften der Natur ausgesetzt sind, glaube ich. Als Städter geht man in den Supermarkt, um sein Gemüse zu kaufen und kriegt Wasser aus dem Hahn. Und die ganzen Systeme, die Prozesse, die dahinter laufen und wie sehr das abhängig ist von der Natur, vom Klima vor allem, das verstehen wir oft nicht. Er beginnt zu recherchieren für ein Buch über nachhaltige Landwirtschaft. Besucht kleine und große Höfe in ganz Europa, trifft Neueinsteiger und alteingesessene Bauern. Pioniere und Visionäre, lässt sich inspirieren für eine Landwirtschaft in einer heißer werdenden Welt. Im Sommer 22 spürt Daniel Etter den Klimawandel ganz unmittelbar. Sein Garten verdorrt, die Tomaten verkochen am Strauch und der Fluss im Tal trocknet aus, hat sich seither nicht wieder erholt. Ich glaube, für viele Menschen ist die Klimakrise noch so was Abstraktes. Okay, es wird im Sommer ein bisschen heißer, es ist ein bisschen unangenehm und dann ist es aber wieder vorbei und das war's dann. Der Kern unserer Landwirtschaft, dass unsere Nahrungsmittelproduktionssysteme funktionieren, ist, dass wir stabiles Wetter haben. Das Problem beim Klimawandel ist halt auch der Wandel an sich, dass man gar nicht mehr planen kann, wann eine Regenzeit kommt, wann es kalt wird, wann es heiß wird, wann es trocken ist und sowas. Vor 2 Monaten erst musste Katalonien den Wassernotstand ausrufen. Die Stauseen sind nur noch zu knapp 16% gefüllt. Es ist die schlimmste Dürre seit Beginn der Aufzeichnungen vor 100 Jahren. Daniel Etter pflanzt seine Olivenbäume entlang der Höhenlinien, um jeden Tropfen Regenwasser abzufangen. Er hat gelernt, das Land zu beobachten, was es produzieren kann. Ich schaue ganz anders auf das Wetter, als ich vor 5, 6 Jahren aufs Wetter geschaut habe, weil hier ist halt Regen essentiell. Und jeder Tag ohne Regen macht mich nervös und jeder Tag mit Regen ist eine große Freude. Seit 6 Jahren lebt Daniel Etter nun hier, auf dem Dorf. Die Nachbarn hätten ihn von Anfang an freundlich aufgenommen, erzählt er. Also es ist ein kleines Dorf, hier kennt mich jeder, auch wenn ich nicht jeden kenne. Als wir hier eingezogen sind, kam der Nachbar, es war Oktober, es war schon recht kalt, das Haus ist sehr schlecht isoliert. Es gab keine Heizung, der Nachbar kam mit einer Schubkarre voll Holz an, dass wir wenigstens irgendwie nachts ein bisschen heizen konnten in einem Raum. Hier passiert kulturell nicht so viel. Wenn neue Filme rauskommen oder sowas, sagen wir, die kann ich halt hier kaum sehen. Ich gehe hier nicht essen. Diese kulinarische Vielfalt fehlt dann natürlich irgendwie auch. Wenn ich hier alleine bin, wenn ich nicht Freunde und Familie habe, bin ich halt schon relativ abgeschieden.
Auch wenn es Dinge gibt, die Daniel Etter hier fehlen. Ihm vor allem die seltenen Regentage zu schaffen machen. Er hat sich für das Landleben entschieden. Also ich würde ganz viele Sachen vermissen, wenn ich nicht auf dem Land leben würde. Die Möglichkeit, irgendwie dann vor der Tür zu ernten und so Sachen, das sind natürlich Privilegien, die man nur hier bekommen kann. Autark sein, gestalten, etwas zum Aufblühen bringen. Das treibt auch ein junges Künstlerpaar im Engadin an. Sie wollen ein Dorf wiederbeleben. Was man muss sagen, ist, dass es ein absolutes Wunder ist, dass wir das Haus kaufen konnten. Wir haben es zu fünften gekauft. Zwei Familien. Wir sind alles Kunst- und Kulturschaffende und werden hier auch unseren Lebensmittelpunkt haben und unseren Arbeitsort. Ein ehemaliges Ferienlager in Ftan im Unterengadin. Für das Künstlerpaar Florina Bardell und Jeremy Sabach ihr neues Zuhause. Die beiden staunen über die horrenden Immobilienpreise im Tal. Es hat noch andere Kaboboten für das Haus. Die haben zum Teil fast doppelte Boten. Also wenn das Haus an die Maisbüten gegangen wäre, dann wäre es kein Erstwohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum. Und jetzt kommt das Lawine wieder mit. Sondern dann wäre es wahrscheinlich ein Luxus. Also man hätte, also zum vielleicht ergänzen, man hätte aus dem Haus einfach auch drei Ferienwohnungen können machen. Grosse, schön. Sehr grosse, sehr teure Ferienwohnungen mit einem Panoramablick. Und das hat natürlich gewisse Spekulanten haben das auch probiert. Schon immer zog es Künstlerinnen und Künstler ins Engadin. Heute sprechen manche gar von einem hochalpinen Hotspot für zeitgenössische Kunst. Machen Kunstschickeria und Galerien für den Ausverkauf der Dörfer verantwortlich. Ich würde nicht sagen, dass die paar Galerien, die jetzt gekommen sind, quasi schuld sind, dass die Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind. Das hat viel mehr damit zu tun, dass halt einfach ganz viele Bergliebhaber sich das nötige Geld hatten, um all die Häuser aufzukaufen. Und die Gemeinden das zu lange einfach verkauft haben und nicht reguliert haben. Und jetzt haben wir ein Problem, und das ist, dass wir über 70% Ferienwohnungen und Ferienhäuser haben. Und die Dörfer langsam in der Zwischensaison sicher mal tote Dörfer sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals wieder zurückkomme. Wirklich nicht, weil ich wollte weg. Und ich bin schon als Kind sehr gerne weg und ich bin auch jetzt noch sehr gerne weg. Und ich habe gemerkt, dass es Sinn macht für mich, um da zu sein. Weil ich da mehr das Gefühl habe als sonst so, dass es jemand wie mich braucht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich in Berlin braucht. Oder, ja. Die Natur direkt vor der Haustür. Und sie setzen sich auch künstlerisch mit ihr auseinander. Wie lebt es sich beispielsweise als Fisch, wenn die Natur aus dem Gleichgewicht gerät? Thema dieser gemeinsamen Videoarbeit. Denn auch vor dem Engadin macht der Klimawandel nicht Halt. The artists release the air. Wir sind Rückkehrerinnen. Das ist ein bisschen etwas anderes. Also wir tragen den Dorfgeruf schon in uns inne. Oder ich in jedem Fall habe das Gefühl, ich habe immer können mit allen Menschen, mit vielen verschiedenen Menschen gut umgehen. Und das ist sogar der Grund, wieso ich zurückgekommen bin. Weil ich will nicht in einer Bubble wohnen, wo alle gleich denken. Ich will jeden Tag einen Austausch haben mit Menschen, die auch Ideen und Werte haben, die mir gegen den Strich gehen. Ihr seht mir jetzt, wie der Sturm überall Bäume umtaucht. Ich finde das eher schön, wenn man wie so eingebettet ist in der Gesellschaft, als wenn alle anonym sind und jeden Abend neue Leute. Und vielleicht in Amerika habe ich es auch ein bisschen stärker noch gespürt. Da habe ich viel das Gefühl gehabt, das ist so eine Oberflächlichkeit, weil jeder denkt, ich sehe dich ja eh nur einmal in meinem Leben. Morgen sind es wieder andere Leute. Und die Unverbindlichkeit hat mir eigentlich nicht so gefallen. Also ich habe das Anonyme nie Besonderes gesucht. Oder ich habe nicht gesehen, was,
der Mehrwert ist, anonym zu sein auf der Welt. Ich habe das Gefühl, ich bin da vielleicht angewiesener auf Nachbarschaftshilfe. Immer wieder. Und auch bereiter, um sie zu geben oder um sie zu leisten. Das ist wirklich etwas, wo mich sehr geprägt hat. Und ich bin sehr stark mit dem sozialen Umgang aufgewachsen. Und natürlich hat es etwas sehr Beängstigendes, wenn es plötzlich keine Nachbarn mehr gibt. Damit setzt sie sich auch in ihrem ersten Roman auseinander. Chiera, Nebel. Bald erscheint er, auf Rätoromanisch, einer Sprache, die nur noch wenige sprechen. Ein Buch über die Schönheit ihres Dorfes und die Angst, was aus ihm wird. Vielleicht, dass es zu schön ist. Vielleicht wäre ein bisschen Dreck nicht schlecht. Dreck oder auch Sachen, die rumliegen, das ist alles sehr bützelt, oder? Hallo Roman, wie geht es dir? Bist du wohl auf? Ja. Was machst du? Die Pfeife rauchen? Die Pfeife rauchen. Was mich interessiert, und das gibt es an ganz vielen anderen Orten auch, das ist, was es mit den Menschen von hier macht, dass ihre Dörfer ausverkauft werden. Da kumulieren sich Traumata und es gibt gleichzeitig ein grosses Tabu. Man redet nicht über die Trauer, man redet nicht miteinander darüber, was da eigentlich passiert mit den Dorfgemeinschaften. Die meisten gehen einfach weg und kommen nicht mehr zurück. Können, halten es auch gar nicht aus, kommen nie mehr zurück ins Dorf, wo ihr Familienhaus gestanden ist, weil sie müssen verkaufen und bleiben wieder im Dorf fern, haben vielleicht sogar so eine empfindliche Einstellung, um sich wie schützen vor dem Schmerz. Gibt es keinen Kaffee im Hotel Aitina? Oder besser gesagt in der Lodge, wie unsere Hoteliers ihre Hotels jetzt nennen. Was früher Restaurant war, ist jetzt Bistro für Gourmets. Das ganze Dorf ist ein Resort. Was mich wirklich wütig macht, ist, dass es so fatale Konsequenzen hat auch auf die Sprache, für die rätoromanische Sprache. Ich glaube, wenn kein Kind mehr in die rätoromanische Schule gehen könnte, dann hat das sehr starke und schnelle Konsequenzen für den Verlust von dieser Sprache. Was nicht darf sein, ist, dass diese Art oder solche Art, wie ganz viele auf dieser Welt, nur noch zugänglich sind für Menschen mit viel Geld. Und alle anderen sind ausgeschlossen. Mir geht es gar nicht darum, etwas zu erhalten, sondern mir geht es darum, dass die Dörfer sich weiterentwickeln können. Und zwar halt schon in meiner Vorstellung von diesen Dörfern. Wenn ich hier lebe, interessiert es mich einfach, dass andere Menschen auch hier leben können. Ja. Landleben. Traum oder Albtraum? Gehen oder bleiben? Eine Frage, die vor allem junge Menschen in der Provinz umtreibt. Das Rap-Duo Hinterland Gang ist bewusst in seine Heimat zurückgekehrt. Was hält sie da? Also ich denke schon, dass die Gegend für mich erdend ist. Ich kenne mich hier aus, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier auch sicher. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich in einer Stadt wie Berlin, auch gerade mit der Musik, vielleicht mehr Möglichkeiten hätte teilweise. Aber ich habe einfach so gemerkt, dass mir das weniger gibt als so ganz in der Realität die Menschen, die mich halt wirklich auffangen. Und das ist einfach hier. Gib mir noch mal ein Hinterland Gang! Gib mir ein Vorpommern! Und sie werden selbst aktiv. Organisieren hier jedes Jahr ein Open-Air-Festival in der nahen Kleinstadt Demmin. 100 Tage Sommer. Sie wollen was losmachen und zeigen. Die Provinz ist kein kulturfreier Raum, weil hier ganz, ganz viel passiert. Und warum wir das 100 Tage Sommer machen, ist, weil wir diese gemeinsame Begegnung und vor allem dort, wo wir herkommen und in unserer Heimat, sag ich mal, einfach so schön finden. Und weil wir uns genau nicht mit diesem Gedanken abfinden wollen, hier ist nichts los und hier passiert nichts. Ja, ich habe meine Laster, genauso wie. Es muss halt einfach passieren, dass junge Leute, die wirklich anpacken wollen, in die Provinzen ziehen, dass junge Leute hier irgendwas reißen wollen und dass ältere Menschen auch das Gefühl haben, hier passiert was. Wir sind hier nicht, wir sterben nicht bald aus und dann gibt's mein Dorf nicht mehr. Wir gehen nicht in den Westen, sondern baden in der Tollense mit den Brüdern und Schwestern. Marco Polo forever. Graue Wände, rote Farben, überall dort, wo wir waren. Kerzen gerade in das Wasser der Tollense. Schwimmpaarzüge unter Wasser, sie verschwommen. Meine Hände tauchen wieder auf, Blick in den Himmel, sehe kein Ende. Das hier ist das Hinterland, wir brauchen keine weißen Strände.